Ray denkt sich natürlich, was zum Teufel passiert gerade. Das hat sich der Zuschauer wahrscheinlich auch gedacht. Luke Skywalker, die Person, die sie jetzt über die ganze Zeit versucht hat zu finden, kehrt ihr jetzt den Rücken zu, schmeißt das Schwert über den Rücken und verschwindet. Und dann sagt sie halt, Master Skywalker, we need your help. Und dann sagt sie auch, Leia hat mich gesendet, aber das scheint ihn nicht wirklich zu beeindrucken. Aber ja, dann geht sie los und sagt, ja, mit dem kann ich jetzt im ersten Augenblick nichts anfangen und geht zurück an den Ort, wo er das Schwert hat fallen, oder hat fallen lassen. Er hat es runtergeschmissen. Und ich habe mir damals schon gedacht im Kino, ja, das ist ja eigentlich futsch, oder? Weil er hat die Klippe runtergeschmissen. Und ich habe mir gedacht, so, das ist das letzte Mal, dass wir dieses Schwert sehen werden. Aber nein, sie geht dahin und findet es. Und da spielen ja auch gerade diese kleinen Porks. Und ja, jetzt sprechen wir mal ganz kurz über die Porks. Die sind süß, die funktionieren und weitermachen. In dem Augenblick, wo sie das Schwert aufnimmt und, oder wiederfindet, haben wir einen kleinen Shot von diesem X-Wing, der da unten gerade am Baden ist. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist schön, das ist Foreshadowing für etwas, was später passieren wird. Also halt, da wird etwas etabliert, was dann später in der Handlung noch eine Rolle spielen wird. Und dann schauen wir einfach mal, ob das später in der Handlung noch eine Rolle spielen wird. Master Skywalker, Master Skywalker. Und er sagt halt wieder, go away, go away. Aber dann knallt die Tür auf und Chewbacca kommt herein. Und dann sagt er, oh, Chewie, was zum Teufel machst du denn hier? Und dann sagt Chewbacca etwas und Rey übersetzt das für Chewbacca. Das ist jetzt ein kleiner Nitpick. Natürlich hat er es verstanden, das ist mir dann auch sofort aufgefallen. Als er nicht direkt sie adressierte, als sie sagte, er sagt, sie kommen mit uns zurück. Nein, 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 er adressiert Chewie selbst. Und ja, mein Gott, ob sie jetzt Wookie sprechen kann oder ob er Wookie sprechen kann, das ist, mein Gott, das ist halt so ein kleines Ding. Das war nur etwas komisch im Kino, dass sie das übersetzen musste, weil, ja, mein Gott, er hat wahrscheinlich mehr Zeit mit Chewbacca verbracht als sie, aber naja. Und dann sagt sie ihm ja noch, wir haben keine Zeit zu diskutieren, wir besprechen das auf dem Falken. Und er so, der Falke. Und dann kommt eine wunderbare Sequenz, wo dann die Kamera so langsam auf ihn drauf geht und dann er so, wo ist Han? Und da gab es eine Szene, die wurde rausgeschnitten. Was ich jetzt im Augenblick nicht so schade finde, weil das war eine Szene, 30 Sekunden geht sie, wo er trauert. Und es sieht man dann, dass er sich bedeutungsschwanger hinsetzt und hat dann eine Verbindung zu Leia. Und beide hocken da und man hört ba 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 ba. Das wäre eine schöne Szene gewesen, aber ich persönlich fand im Kino schon, dass es ultimativ grandios gelöst wurde, wenn er einfach nur sagt, wo ist Han? Und der Schnitt geht auf den Aufzug mit Kylo Ren. Das war einfach super, weil wo ist Han? Er ist tot und jetzt sehen wir den Mörder. Das war ein grandioser Schnitt. Das war, oh mein Gott, war das gut. So macht man Bildsprache, meine Freunde. Na gut, jetzt befinden wir uns bei Kylo Ren und wir sehen zum ersten Mal Supreme Leader Snoke, der sich jetzt hier zum ersten Mal in seiner Fleischesgestalt präsentiert. Und da haben wir jetzt so einen kleinen Dialog zwischen den beiden. Und das war etwas merkwürdig, weil Snoke spricht halt von einem neuen Vader. Und er hatte das Gefühl, dass Kylo Ren der neue Vader ist. Und ich habe gesagt, nein, das muss doch kein neuer Vader sein. Kann es nicht einfach ein neuer Bösewicht sein? Weil Snoke halt meint so, ja, ich habe große Macht in dir gesehen, einen neuen Vader. Ja, aber wieso muss das jetzt alles auf Darth Vader aufmünzen? Der kann doch einfach irgendwas Neues sein. Er ist Kylo Ren, er ist ein neuer Bösewicht, Vader brauchen wir nicht. Ja, und dann gibt es auch den einen Punkt, wo dann Snoke meint so, es ist zu viel von deinem Vater in dir. Du bist immer noch ein Solo. Und sagt er so, ich habe Han Solo getötet. Ein sehr schöner Moment, wie ich finde, war der Punkt, wo Snoke dann sagt, er soll die Maske abnehmen, so, nimm dieses lächerliche Ding von deinem Gesicht. Ich fand das cool, weil man dann irgendwie
den Gedanken dieser Maske negiert, weil Darth Vader hat die Maske ja getragen, weil er nahezu tot war. Und er brauchte die Maske, um atmen zu können. Kylo Ren hat die Maske, nur weil es halt cool ist und weil er so ein Darth Vader Fanboy ist. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo Snoke sagt, mach die Maske weg, da merkt man, okay, jetzt beginnt der Charakter sich zu entwickeln. Jetzt haben wir nicht mehr diesen Kylo Ren mit der Maske, jetzt haben wir den richtigen Kylo Ren. Und wenn er dann auftritt, dann hat er die Narbe. Und das ist halt auch so ein Ding, weil in der Episode davor, da war die Narbe noch woanders. Aber Rian Johnson hat gesagt, die Narbe, da wo sie J.J. Abrams geparkt hat, am Ende von Episode 7, das sieht irgendwie scheiße aus. Und er hat sie dann irgendwie ein paar Zentimeter nach links verschoben und so. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist auch in Ordnung. Ja, es gibt noch ein kleines Ding an diesem Gespräch, was ich irgendwie merkwürdig fand. Und zwar, dass sich Snoke darüber aufregt, dass er besiegt wurde von einem Mädchen, das zum ersten Mal ein Lichtschwert in ihren Händen gehalten hat. Und da habe ich mir gedacht, du warst nicht dabei, aber es hat vielleicht irgendjemand erzählt, vielleicht hat es Kylo Ren erzählt. So auf dem Sterbebett hat er gemeint, so, ich wurde besiegt von einem Mädchen, das gerade eben zum ersten Mal ein Lichtschwert erlebt. Ich hatte in dem Augenblick das Gefühl, dass das Fanservice ist. Weil es gab sehr viele Fans, die sich beschwert haben über die Tatsache, dass Rey Kylo Ren besiegt hat, obwohl sie halt gerade eben zum ersten Mal ein Lichtschwert in ihren Händen gehalten hat. Da könnte man sagen, sie hat Stabkampf, hat sie irgendwie trainiert oder so, aber das haben die Fans nicht unbedingt gemocht. Dass ja halt einfach dann das Lichtschwert rumschwingt und dann buff, Kylo Ren ist am Boden. Wie gesagt, Finn ist ein ausgebildeter Stormtrooper und der wurde einfach komplett vernichtet von Kylo Ren. Aber naja, Finn hat wahrscheinlich nur gelernt, wie man daneben schießt. Ja, nachdem Kylo Ren sprichwörtlich unter Strom gesetzt wurde... I'm doing a movie! Nachdem Kylo Ren sprichwörtlich unter Strom gesetzt wurde, verschreibt er sich einer Idee und zerstört die Maske. Die Maske, die er eigentlich die ganze Zeit aufhatte und die seine Persönlichkeit, naja, er hat sich darüber identifiziert. Das war sein Ding, weil er war ja Vader Junior. Und jetzt zerstört er die Maske. Da merkt man, es gibt eine Veränderung in seinem Charakter. Und das war grandios. Und in dem Augenblick, wo er das Ding reinhämmert, da kann man sogar mal sehen, also der erste Schlag, ihr müsst den Film vielleicht nochmal schauen, aber das ist mir aufgefallen, der erste Schlag, den er macht in die Wand vom Aufzug, dann sieht das Ding aus wie die Darth Vader Maske, weil er dann merkt, es verfolgt mich überall hin. Scheiße, Mann, dieser blöde Vader ist überall und ich will eigentlich gar kein Vader sein, aber... Bam, 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 bam. Das war grandios. Also ich muss ja auch zugeben, dass Kylo Ren mitunter die beste Figur des Films ist, weil er macht die meisten Entwicklungen durch und er ist halt auch die Figur, wo man sich denkt, wow, wie geht's jetzt weiter? Weil Rey und Finn und Poe und so weiter, wie die alle heißen, die sind alle ziemlich... naja, einseitig oder einsilbig. Also da gibt's nicht so viel Tiefe. Und Kylo Ren ist halt die Figur, die mit Tiefe aufwarten kann. Weil er macht eine Entwicklung durch und die anderen nicht. Vielleicht macht Luke Skywalker noch eine Entwicklung durch. Aber so, wie sich das jetzt gerade eben kristallisiert, ist das Kylo Ren's Trilogie. Und dann sind wir wieder auf Akt 2 zurück, wo Rey dann Luke Skywalker bemuttert und sagt, wir brauchen Luke Skywalker, wir brauchen die Jedi-Ordnung zurück. Und dann sagt er etwas, was in der deutschen Version wahrscheinlich nicht so rüberkam, aber in der englischen, da habe ich schon etwas rumgezuckt, weil er sagt... Do you really think I'm going to go out there with a laser sword in my hand?
Das wurde nie Lasersword genannt, das war immer Lightsaber. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, um sie etwas zu verarschen. Luke Skywalker hat auf jeden Fall keinen Bock auf Rey und ihre ganze Geschichte über die Resistance und so weiter. Und er entscheidet sich dafür, erstmal irgend so ein Tier zu melken. Das war eine extrem skurrile Szene, aber die hat mir damals schon im Kino hat sie mir Spaß gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist so quirky, random Star Wars Humor, dass er das Ding einfach melkt und davon trinkt. Das, ja, mein Gott, das ist lustig. Und ich weiß, es gab so viele Leute, die sich darüber beschwert haben, aber mein Gott, jetzt habt doch mal ein bisschen Jokes in petto. Luke war für Jahrzehnte lang auf dieser Insel und das ist jetzt halt sein Alltag. Das bedeutet, man kann schon irgendwie etwas Quirliges abnicken. Ich habe das so gesehen, dass dann irgendwie, ja, wie auch damals, wenn Yoda auf Dagobah war, da war er auch erstmal etwas quirlig und etwas bescheuert. Und so, wah, 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 wah. Ich habe mir halt gedacht, so ja, Luke hat das jetzt hat er das halt gemacht für Jahrzehnte hinweg. Und für Rey und für den Zuschauer, dann sieht das natürlich erstmal strange aus. Aber es ist in Ordnung. Es ist quirky shit. Und hier wird übrigens der eine Sensor etabliert. Das ist der Grund, wieso Finn dann später Rey finden kann. Und Luke Skywalker entscheidet sich dafür, jetzt erstmal abzuhauen. Und Rey geht ihm natürlich nach. Und er sagt ihr die ganze Zeit, du verschwendest deine Zeit. Aber sie möchte so dringend bei ihm sein. Und jetzt kommen wir dann zu dieser einen Szene, die übrigens verdammt schön gefilmt wurde, wo sie dann diesen einen Baum sieht, der ist im Nebel umhüllt. Und dann geht sie da rein. Und dann sieht sie auf einmal diese Bücher. Und das sind die heiligen Jedi-Texte, die vor Jahrtausenden oder vor Ionen sogar geschrieben wurden. Und die sind hier und Luke Skywalker passt auf sie auf, weil Akto ist ja eigentlich der Planet, wo der erste Jedi-Tempel war. Und da, wo sie gerade sind, das ist der Jedi-Baum, also der Baum, der gepflanzt wurde für den ersten Jedi-Tempel. Und aus dem Grund hatte er die Bücher da drin auch verbunkert. Und dann kommt vielleicht die beste Szene des Films, wo dann Luke Skywalker hinter ihr hergeht und sie überrascht in dem Augenblick, wo sie gerade die Bücher anfasst und sagt, wer bist du? Und ich fand das schon immer grandios, dass es bei ihm, nur im Oberstübchen, jetzt langsam mal Klick macht und sagt so, oh, das könnte vielleicht eine sehr merkwürdige Person sein. Warum findet genau sie mich? Aber ein Ding werde ich nochmal ansprechen müssen. Luke Skywalker sprach davon, warum hast du gedacht, dass ich diese Insel gewählt habe, die niemand finden kann. Ich bin hier hingegangen, um zu sterben. Ja, die Frage ist, wieso gab es dann eine Karte zu deiner Location? Hast du die Karte selbst geschrieben oder hat sie vielleicht jemand anderes geschrieben? Ich würde behaupten, die Karte zu Luke Skywalkers Location, was ja im Endeffekt das essentielle Ding war vom kompletten ersten Film, es könnte sein, dass das irgendjemand anderes geschrieben hat. Nicht er, weil wenn er sagt, er ist hierher gekommen, um zu sterben, dann würde ich keine Karte machen, um mich finden zu können. Das bedeutet, entweder gab es einen großen Bruch zwischen J.J. Abrams und Lawrence Kasdan und Rian Johnson. Und Rian Johnson hat einfach keinen Fick gegeben über die Karte. Oder es ist echt Intention und wir erfahren in Teil 3, der wieder von J.J. Abrams geführt werden wird, was es mit der Karte auf sich hat. Oder wer die Karte geschrieben hat. Weil ich würde behaupten, sie haben das nicht so sehr durchdacht. Weil im ersten Teil, das war der MacGuffin, natürlich, wir brauchen die Karte, blablabla. Das ist genau wie die Todessternpläne. Aber jetzt im zweiten Teil sagt Luke, dass er nicht gefunden werden möchte und er ist auf diese Insel gegangen, um zu sterben. Und da macht die Karte wenig Sinn. Und es ist ja auch so, dass in Episode 7 Han Solo gesagt hat, Luke hat sich die Schuld an all dem gegeben, er ist verschwunden, in den Untergrund getaucht und so weiter. Das klingt einfach nicht danach, dass er eine Karte machen würde. Das bedeutet, die Karte ist von irgendjemand anderem editiert worden und ich hoffe, wir sehen noch in Episode 9, wer die Karte gemacht hat. Das ist vielleicht nur ein kleines Ding, aber ich fände es unfassbar geil. Und er sagt halt dann so, wer bist du? Ja, ich bin niemand.
Wo kommst du her? Von nirgendwo. Oh, das ist ja wirklich sehr gutes Skriptschreiben. Niemand ist von nirgendwo. Ich bin von Jakku. Ja, okay, das ist wirklich nirgendwo. Das war ein Joke, den ich sehr schön fand. Das Kino fand ihn nicht so lustig. Ich habe sehr gelacht, so ja, das ist wirklich nirgendwo. Ich fand's cool. Und es ist ja auch sehr schön, dass jetzt Luke und Rey so einen kleinen Bonding-Moment haben. Dass er dann merkt, sie hat mehr drauf, als er eigentlich anfänglich gedacht hat. Und sie denkt, sie kann eine Verbindung zu ihm aufbauen. Und weil er die ganze Zeit fragt, so, ja, wer bist du, wo kommst du her und so weiter, dann merkt sie, er hat Interesse an mir. Und dann sagt sie, ich brauche einen Lehrer. Ich weiß nicht, was gerade mit mir passiert. Das bedeutet, sie öffnet sich Luke gegenüber und möchte jetzt eine Jedi werden. Was dann später im Film auch passiert, und das ist eigentlich etwas random, weil sie braucht eigentlich kein Training, weil sie ist stärker als jeder andere Jedi in der Saga davor. Naja, wurscht. Aber sie sagt dann, sie braucht einen Lehrmeister. Sie braucht einen Jedi. Und Luke Skywalker dreht sich um, bedeutungsschwanger, und meint, es ist Zeit, dass die Jedi